Damit auch ein herzliches Hallo an alle auf YouTube, denn natürlich wird hier nicht nur live gestreamt, sondern wird auch alles aufgespielt. Aufgenommen. Ich spiele mich auf, um hier eine schöne Aufnahme für euch zu machen und das Spiel wieder zu erklären, denn wir sind fast im Early Access und ein paar Tage vorher, so wie ihr es garantiert noch von niemandem gehört habt, gibt es die Möglichkeit für den einen oder anderen das zu spielen und moin, Reudi! Das ist so wohl. Reudi ist auch schon da. Moin! Pünktlich wie die Maurer, das ist ja Hammer. Von daher, Pioneers of Pagonia, wir gucken uns mal die nächsten Maps an. Lasst euch überraschen. Es gibt ein paar neue Gimmicks, es gibt ein paar neue Sachen, die eingeführt worden sind, wobei innerhalb der letzten 2 Monate, die ja jetzt Pause war, ist das ja doch sehr viel. Und das Team rund um Envision Entertainment hat sich natürlich auf die Fahne geschrieben, auch nach dem Early Access Stück für Stück weiter immer zu machen. Neue Siedler 5 Folge reingezogen, jetzt da. Perfekt. Genau deswegen habe ich so um 15:45 noch rausgehauen, gerade so, damit das noch aufgeht und man direkt dazu stoßen kann jetzt. Ha. Wunderbar. So wollen wir es haben, so soll das sein. Also, Pioneers of Pagonia, wie gesagt, es gab noch eine Demo, dann gab es noch eine Closed Beta und dann gibt es jetzt die Early Access Version für Leute wie mich halt so, ne? Oder wie auch immer. Auf jeden Fall gibt es für euch dann ab dem 13. die Möglichkeit, das Spiel zu kaufen für schlappe 29,99, was aber echt ein fairer Preis ist für so ein Spiel, muss man sagen. Vor allem, wenn man vergleicht, was andere Spiele derzeit kosten und ne, wie viel da so bei rumkommt. Wir haben jetzt, um mal aufs Spiel zurückzukommen und nicht so viel Zeit im Hauptmenü zu verlieren, denn die ganzen Sachen erklären gibt's. Das findet ihr auf jedem Kanal, der Pioneers of Pagonia laufen hat. Und wir wollen uns ein bisschen mehr um das Spiel kümmern, als um die Hintergründe davon. Deswegen quasi nicht so viel dazu. Und den Rest kann man während des Spiels ja auch erklären. So, also, es gibt die Einsteigerkarte, die ist aber wirklich nur so ein Tutorial, glaube ich. Da gibt es keine Gegner und keinen Kampf. Und es gibt auch nur eine Orientierungshilfe. Wir gehen also in die freundlichen Wälder, denn wir kennen das Spiel ja schon. Haben ein erstes Mal Quests, die wir lösen müssen. Haben keine Gegner und keinen Kampf. Ist also noch halbwegs entspannt, aber haben halt, wie gesagt, schon mal ein paar Quests. Danach können wir hier in die trügerische Küste weitergehen, würde ich es machen. Wir gehen einfach von oben nach unten alle durch. Also heute erstmal die freundlichen Wälder. Begegne erstmals einem pagonischen Dorf und freunde dich mit seinen Einwohnern an. Die Einsteigerkarte kann man natürlich von anders immer noch machen oder, was ich noch schnell erklären kann, natürlich, man kann sich auch bereits eine Zufallskarte erstellen. Mit Feinden, ohne Feinde, wo man oder die ganze Insel erobern, wo also nur Klopperitis ist, kann das Ganze als Vorlage machen. Man kann es auch noch weiter anpassen mit Mengen an NPCs und so weiter und so fort. Da kann man sehr viel einstellen. Die prozeduralen Maps, die sind doch recht weit fortgeschritten, glaube ich. Es gab so ein paar Sachen, so ein paar Hindernisse und Kniffe, aber ist wahrscheinlich irgendwie gelöst worden. Steinige Ebenen. Und es gibt sogar einen Seed, den ihr noch den Leuten, den Freunden teilen könnt. So, wir wollen aber die Missionen hier angehen zunächst, denn ich möchte ja, dass das für Leute nachvollziehbar ist und dass ihr euch daran messen könnt und dass ihr auch da sitzt und sagt, oh, guckt mal hier, ne, guter Highcrap, der hat das überhaupt nicht gut hingekriegt, der war ja richtig schlecht, das mache ich doch einfach 10-mal besser als er. So, genauso soll das ja auch sein. Jetzt brauchen wir hier erstmal ein Territorium. Das heißt, wir brauchen, wie gehabt, einen Wachturm. Das kennen alle, die hier die ersten Folgen bei mir damals geguckt haben. Und ich würde sagen, wir gehen... Ja, das ist eine gute Frage. Also wir sehen, hier geht es auf jeden Fall um die Bucht. Ich gehe trotzdem erstmal hier sehr zentral hierhin, damit ich alle Möglichkeiten habe, mich in alle Richtungen fortzubewegen. So, da müssen wir jetzt natürlich erstmal einen schönen Weg hinzimmern. Aber vielleicht ziehe ich den sogar so, dass der von hier aus dann fast gerade läuft. Naja, fast. Passt. Es klappt nicht so ganz. Dann kommen unsere ganzen standardmäßigen Geschichten. Hier kommen wieder die ersten Pagonia raus. Das kennt ihr noch, ne? Die holen jetzt hier die... Da kommen jetzt die Baustellenträger. Die 50, die wir haben. Ah, 44 von 50. Seht ihr wohl. 44 von 50 sind nicht beschäftigt. Die anderen 6 tragen jetzt nämlich gerade Ressourcen. Und dann gibt es hier 2 Planierer, die gerade was zu tun haben und die Bauleute noch nicht. Ja, okay. Also wir sehen hier genau das, was abgezogen ist.
Oh, wir haben einige Ressourcen. Ich glaube, das war so etwa auch der Standard, den wir sonst so hatten, ne? Das passt. Wir sehen hier die Aufgaben mit allen Fraktionen anfreunden, 0 von Fragezeichen. Oh, wir sehen noch nicht, wie viele. Und haben hier dann noch diese Hinweise. Das hätten wir auch im Startmenü ausstellen können. Aber warum? Das ist doch eigentlich ganz schön, wenn man es hat. Hat man so ein bisschen nochmal so einen Anhaltspunkt. Wir werden uns daran eh nicht halten. Aber man hat so einen schönen Anhaltspunkt, was man so machen könnte. So, jetzt sehen wir auf jeden Fall Laubholzstämme und Nadelholzstämme. Haben wir eine ganze Menge. Das heißt, ich mache zunächst einmal hier ein schönes Sägewerk schon mal. Nee, nee, nicht ein Holzfäller. Wo haben wir jetzt Sägewerk? Da haben wir ein Sägewerk. So, das könnte ich mal hier vorne direkt so hinpflanzen, ne? Bauen wir hier direkt ein Sägewerk hin. Ja, das ist doch schon mal sehr charmant, würde ich sagen. So. Und da gehe ich hier auch noch ein bisschen weiter nach hier rüben hin, dass wir da noch weiter hingehen können. Sägewerke werden wir ein paar brauchen. Das heißt, ich baue schon mal gleich zwei Stück. Und Steine können wir ja auch schon. Oh, wobei Steine muss ich sehen. Wir haben noch kein Steinvorkommen, aber dennoch sollten wir schon mal. Oh ja, klar. Irgendwer quasselt hier schon. Sollten wir uns schon einen Steinmetz hier hinsetzen? Ja, hier ist, passt doch hier. Schön ans Meer ran, oder? Direkt daneben. Was sprechen die denn für eine Sprache? Könnt ihr das verstehen? Ah, nee. Ach, Mist. Ah, da komme ich nicht schön dran an die Kreuzung. Das ist jetzt nicht so schön. Das ist jetzt nicht so schön. Aber machen wir es so. Dann lieber so, als dass die hier so einen komischen, krummen Weg gehen. Okay, zwei Steinmetze. So, da haben wir jetzt aber schon richtig Randale hier. Meine Güte. Da wird jetzt schon ordentlich gescheffelt. Ich weiß auch nicht, wie smart es ist, dass ich das direkt hier am Strand mache, aber ich mache es einfach mal. Die haben jetzt alle gut zu tun. Da wird jetzt ordentlich planiert. Ja, wir werden sehr viel Transport hier runter und da hoch dann haben, ne? Aber gemach, gemach. Wir kriegen das schon hin. Und dann möchte ich zunächst, das ist ja auch so geblieben, denke ich mal, der Wachturm sieht recht ähnlich aus. Wir haben jetzt den Patrouillenpunkt, der könnte, wenn wir dann Feinde haben, tatsächlich Da interessanter werden sie werden. schauen, die Da werden sie schauen, die Schakale. Oh, maximal. Oi, die werden sich wundern. Ja, und ich frage mich nur gerade, wieso ist das Ding hier so hier hinten? Mensch, gibt's ja wohl nicht. So, jetzt sieht man es besser. Da werden sie schauen, die Schakale. So, also, ja. Schön, dass du da bist erstmal, maximal. Sehr cool. Und dass du auch jetzt unter die Pagonia gegangen bist. Also, wo war ich dabei? Genau, wir kriegen jetzt hier in den Wachposten ganz viele Leute. Mehr als 10 Leute können halt leider nicht rein. Das sehen wir hier. Wir können aber nach wie vor umtauschen. Und diesmal, wenn wir dann irgendwann Feinde haben, auf dieser Map ja noch nicht, aber auf anderen, da wird es dann schon der Fall sein, dass wir, vielleicht auch ein paar Soldaten, fortgeschrittene Soldaten oder Veteranensoldaten hinsetzen müssen. Das könnte durchaus passieren. Ansonsten sind wir hier mit den Wachen, glaube ich, ganz gut bedient. Können hier halt auf Patrouillen gehen, wenn Feinde lauern oder gucken, wohin unsere Grenzsteine gelegt werden sollen. Nämlich erstmal hier hin. So, damit fangen wir mal an. Das ist jetzt mal ganz entspannt. Dann könnten wir auch einen Entdeckerposten bauen, damit wir halt sehen, in welche Richtung wir uns ausbreiten können. Aber ich würde sagen, wir müssen uns sowieso jetzt überall hin ausbreiten. Der Zug ist abgefahren, wo wir jetzt nur noch bunt durch die Gegend träumen. Ach, das ist auch neu. Ah, verfügbar sind 112, reserviert sind 10. Jetzt gerade. Okay, weil die nämlich gerade zu Gebäuden gebracht werden. Zum Beispiel hier zum Sägewerk. Ah, interessant. Oh, das Gildenhaus. Das kann ich auch schon mal hier bauen wieder. Genau, das brauchen wir auch. Dafür brauchen wir dann die Werksteine und die Nadelholzbalken. Und das setze ich doch mal hier vorne so hin. Hier so. Na, das ist doch ganz schick. Dann haben wir da vielleicht sogar noch ein bisschen Platz für ein Wohnhaus. Können wir da noch ein Wohnhaus reinsetzen? Oh, große Wohnhäuser gibt es jetzt auch. Bis zu 25 Träger. Eieiei. Okay, das große Wohnhaus ist also auch eingeführt. Sehr schön. Sammlerhütte können wir gleich bauen. Ich wollte jetzt das Gildenhaus hinsetzen und fragte mich, wo das hin sollte. Vielleicht hier hinten, schön in die Ecke. Ach ja, das ist doch eigentlich ganz schön hier am Strand, ne?
Wobei das auch ein toller Ort für die Schatzkammer wäre. Wann gibt's das Game? Also, es erscheint am 13. Das ist ja schon in ein paar Tagen. Was ist denn das? Sonntag, 10.? Am Mittwoch. Nächste Woche Mittwoch erscheint das Game offiziell im Early Access. Dann kann man es sich holen auf Steam für ja, knappe 30 Euro halt. Was echt ein sehr schöner Preis ist. Und ja, ich kann verstehen, dass du darauf heiß bist. Wobei jetzt ja auch, wenn das Siedler-Winterturnier wieder losgeht, dann kannst du da nochmal eine andere. Dann wird schon, ich habe auch schon gedacht, es kommen alle tollen Spiele jetzt gerade wieder zeitgleich, die ich machen will. Fractured ist draußen mit der nächsten Situation. Oh, sammelbare Pflanzen wurden entdeckt. Cool. Es gibt jetzt sogar Highlights. Hammer. Dann jetzt Pioneers of Pagonia, Early Access. Siedlerturnier ist wieder am Kommen. Also ist alles dabei. Also, ne? Ihr wisst schon, es geht richtig ab. Und ja, dementsprechend können wir uns da jetzt voll anschließen und ich würde sagen, wir bauen hier jetzt gleich einen schönen Förster hin. Und wir können uns auch schon mal bald Gedanken über eine Nahrungsproduktion machen. Aber zunächst Holz. Erstmal Holz sichern, dann sichern wir Stein, dann sichern wir Nahrung. Nahrung ist nicht so eilig. Da, Stein wurde entdeckt. Ich wollte gerade sagen, ich habe Stein auf der Karte entdeckt und guck mal, da drüben entdecke ich sogar schon Eisen. Hier. Das ist doch grau. Ja, da ist auch Eisenerz. Das sehe ich schon. Das sehe ich doch schon. Also hier gibt es Stein. Sehr schön. Das heißt, da gehen wir gleich hin. Und dann schon Eisen. Wow. Eisen, bevor wir Kupfer haben. Das ist mal nicht so schlecht. Da kann man durchaus mit leben, muss ich sagen. Ah, er baut zwei Wachtürme. Jo, bau Entdeckerposten. Ja, das kommt noch. Das machen wir später. Das machen wir ganz entspannt. Erstmal kümmern wir uns um eine Sammlerhütte, die wir hier so hinsetzen können. Dann können sie nämlich tatsächlich, ich glaube, das ist jetzt die erste Map, wo wir beides kriegen, ne? Wow, und so viele Tiere hier auch. So viele Tiere kriegen wir ja auch hin. Okay, setzt mein Jäger direkt daneben. Sieht ja schön aus. Und dann Arigato, hat da schon wieder irgendwer gerufen. Und dann packen wir hier einen Holzfäller hin. Und nebendran den Förster. Ja, oder setze den Förster doch noch ein bisschen weiter hier hinten hin. Dass der nicht uns das ganze Grünland wegnimmt. Ah, das könnte so ein bisschen knifflig werden, ne? Der wäre hier oben vielleicht ein bisschen. Ja, ich glaube, hier oben wäre der Förster angenehmer. Okay, dann warte ich noch ein bisschen mit dem Förster. Dann können wir eigentlich den Holzfäller auch nochmal. Dann reiße ich den nochmal ab. Tschüsschen. Die Materialien könnten verloren gehen, aber sind sie natürlich nicht, weil waren ja noch nicht angekommen. So, es ist jetzt schön eng gebaut hier. Und dann gehen wir hier rüber. Und dann bauen wir hier auch einen Weg hin. Schönen Knick. Nee, ich will jetzt nicht so einen super Knick hier hinsetzen. Wie machen wir das? So, dass wir da vielleicht noch die Lager hinkriegen, ne? Dann könnten wir hier sogar vielleicht noch ein Lager hinsetzen. Das könnte uns auch. Oh, Eisenvorkommen wurde entdeckt. Ja, ich war schneller. Ich habe das schon vor euch entdeckt, Leute. Ein Stein. Ah, nee, daneben sind nochmal 20 Steine. Okay. Ja, ist schon ein bisschen was. Also, kann man schon mal einen hinsetzen. Aber das mit dem Eisen finde ich natürlich schon cool. Gildenhaus wird gebaut. Die Werksteine kommen so langsam ran. Das ist schön. Wir haben sechs Nadelholzbalken. Stimmt, ich muss erst mal gucken hier, dass wir alles anzeigen. Hier kann ich ja komplett reingehen. Hier können wir auch komplett reingehen. Wird ja alles angezeigt. Wertsachen. Goldenes Pferd. Okay, krass. Das brauchen wir erstmal alles nicht. So, Leder. Mehl brauchen wir, glaube ich, auch nicht anzeigen. Flachs könnte ich mir noch anzeigen lassen. Ja. Die Nahrungsmittel hier, das ist erstmal nicht so entscheidend. Militär. Wir haben 10 Soldaten tatsächlich schon. Ach, krass. Okay. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, da brauchen wir auch gar nichts anzuzeigen. Ist eigentlich egal, wie viele Soldaten wir haben. Ist ja völlig wurscht. Also, wir sehen es ja sowieso hier im Wachturm. Da brauche ich eigentlich hier oben keine Übersicht. Nee, wir sehen es ja nicht hier. Stimmt ja gar nicht. Wir sehen ja nur die, die drin sind. Ja, okay, ja, dann ist es nicht ganz so einfach. So, hier hinten haben wir die ersten Steine.
Ich würde sagen, wir müssen auf jeden Fall noch ein Stückchen dahin in die Richtung. Ich sehe tatsächlich keine weiteren Steine. Kohle sehe ich da hinten, aber Kohle sehe ich vor allem auch hier drüben. Das heißt, geht mal bitte nach hier einnehmen. So, da sehen wir nämlich Kohle. Aha. Und dann bauen wir hier erstmal einen Steinmetzel. Das ist leider nicht sehr viel. Also ein Steinbruch natürlich, kein Steinmetz. So, ist leider nicht sehr viel. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier durchkommen, ohne die Pflanze zu zerstören. Das passt. Kommen wir gerade noch so lang. Also, zum Spiel. Genau, ich fange nochmal auch an für alle, die jetzt die ersten Folgen bei mir nicht gesehen haben, was jetzt so in der Demo dann noch abgegangen ist. Wir müssen ja, was siedlertypisch jetzt nochmal ein bisschen neuer ist, ist es so wie die Pioniersarbeit bei Siedler 3 und 4. Wir haben jetzt hier unsere Soldaten im Wachturm, die dann das Gebiet erweitern. Wir haben Kohle entdeckt, zufällig. Und hier vorne gibt es dann auch nochmal mehr Stein. Die erweitern das Land und wenn die das Land erweitern, dann brauchen die erstmal Grenzsteine. Und die Grenzsteine müssen wir herstellen hier in der Steinmetzhütte. Stein wohl entdeckt, Sister wohl. Die werden hier hergestellt. Ich werde auch, wenn wir hier drüben sind, noch eine weitere Steinmetze bauen. Ich habe jetzt nur einen hier vorne schon mal gebaut, weil wir relativ viel Stein auf dem Schiff liegen haben. Das kann hier alles hingebracht werden und wird schon umgesetzt. Und hier im Sägewerk können wir ebenfalls ordentlich was produzieren. Wir sehen hier, aus Nadelholzstämmen werden Nadelholzbalken und Laubholzbretter. Sehen wir schon den Unterschied? Balken, Bretter, Balken zum Bauen, ne? Schön Stabilität, Bretter eigentlich auch zum Bauen, aber da kann man auch nochmal was anderes dann rausziehen. Da werden dann die Werkzeuge noch mit hergestellt. Meine Standardwirtschaft, die wird hier soweit aufgebaut. Oh, man sieht hier sogar die Zeit. Oh. Man kann jetzt die Geschwindigkeit einstellen. Nee, sowas will ich nicht. Ich will doch nicht die Geschwindigkeit einstellen. Das frage ich mich auch bei Spielen. Aber gut. Ansonsten haben wir die Standardwirtschaft. Wir brauchen Holz, wir brauchen Stein. Das heißt, wir brauchen einen Holzfäller. Wir brauchen dann gleich einen Förster, den ich mir jetzt hier vielleicht hinbauen kann. Ist das ein Tier, was da stirbt? Wird der gerade ein Tier einfach so bestialisch abgeschlachtet? Okay, krass. Ich muss hier hin und ich muss mal gerade gucken. Fällt der alle? Ich muss klicken, um nur ausgewachsene Bäume. Der soll bitte nur ausgewachsene Bäume fällen. Hallo? Nicht alle Bäume. Entspann dich mal, Kollege. Der will alle Bäume weghacken. Das gefällt mir nicht. Proviantmacher. Joa, den könnte man bald schon bauen, aber gemacht, gemacht. Kalkstein wurde entdeckt. Oh, das ist wichtig. Okay, hier drüben haben wir die ganzen Ressourcen. Hier haben wir Kupfer, hier haben wir Kohle. Okay, hier wird alles gebaut. Hier kommt unsere Schwerindustrie dann irgendwann hin. Mal schauen, wo wir die hinsetzen. Förster wird hier dann auf jeden Fall hingepackt. Wobei da natürlich wirklich das Problem ist. Mit dem Förster. Wenn wir hier Bauplatz brauchen, um ja irgendwas hinzusetzen, könnte das schon ein bisschen knapp werden. Wie sieht's aus? Haben wir keine Werkzeuge? Haben wir keine Werkzeuge? Wir haben tatsächlich keine Werkzeuge. Eieieiei. Okay. Wir haben etwas andere Startbedingungen als letztes Mal. Dann sollte ich vielleicht doch frühzeitig mal einen Werkzeugmacher bauen. Bergbau nicht. Verarbeitung, ja. Weberei, nein. Hier. Werkzeugschmiede. Oh Gott, ey. Das ist ja. Ist mir jetzt ein bisschen peinlich. Hoppala. Okay, alle aktivierten Materialien. Hier können wir ja arbeiten mit entweder 5 Kupfer plus Holz und Kohle. Die dann zu. Hier können wir hier anschalten. Hier können wir Eisen ausschalten oder anschalten. Es geht halt beides, ne? Und wir können dann hier die jeweiligen Werkzeuge herstellen, die wir bräuchten. Ich mache erstmal 5 von jedem. Erstmal 5 von allem. So, aber auf jeden Fall versorgt sind. Brauchen wir eine ganze Menge Kupfer für. Eisen ist halt. Ja, gut, auch wir haben eigentlich eine ganze Menge Eisen. Guck mal hier an. Hier sind 80 Eisenerz. Hier sind nochmal 40. Hier oben kommt auch gleich nochmal ein ganzer Hügel mit Eisenerz. Also da kriegen wir schon gut was zusammen, möchte ich meinen.
So, nach hier. Hier müssen wir mal echt alles jetzt schön einnehmen. Na, okay, bin ich mal gespannt. Also, Förster wird jetzt gebaut. Und ich mache jetzt ein bisschen kürzere Folgen tatsächlich. Das ist nicht der Tatsache geschuldet, dass ich sage, Palmis Falconia ist ja total doof. Sondern es ist einfach der Tatsache geschuldet, dass ich doch das Spiel ein bisschen strecken möchte. Und dass ich es vielleicht auch im Moment parallel so ein bisschen an anderen Punkten einsetze, andere Folgen so, andere Projekte da so ein bisschen austausche, wenn halt gerade mal irgendwie hier ein bisschen, ne, frei ist. Weil ich echt gerade sehr busy bin und deswegen nicht zu allem komme. Deswegen machen wir mal 20 Minuten Folgen, lieber ein paar mehr. Können sich die Leute in Ruhe da trotzdem angucken. Das schadet ja alles nicht. Ist ja hoffentlich keiner böse drum, ne? Und dann passt das schon. So. Pilze können wir uns hier mit anzeigen. Ach, ist eigentlich egal, was wir an Nahrung haben. Ja, und von daher würde ich sagen, beenden wir hier einfach schon mal die Folge. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.